Servana und wir sind einmal mehr hier in Venedig. Und ja, jetzt sind wahrscheinlich im Augenblick an einem Punkt, an dem es nicht so unendlich viel zu tun geben wird für die nächste Zeit. Denn was wir auf jeden Fall tun müssen, ist irgendwann mal unsere gesamten Vasallen hier annektieren. Wir sind mit Zypern noch nicht einmal fertig. Wir machen das aber auch erst seit, oh Gott, ewig lang. Und wir werden fertig sein, 1438, danach werden wir Pisa annektieren. Vielleicht werden wir aber auch einfach direkt Rom annektieren, because why not? Rom haben wir ja Stück für Stück für Stück für Stück und für Stück aufgebaut. Und haben ihm so ziemlich alles an Kernprovinzen zurückerobert, was wir finden konnten. Unser General ist tot. Belassen wir es mal dabei. Und was ich gerade gesehen habe, ist, sie haben Ansprüche, nur Ansprüche, auf zwei bulgarische Provinzen. Das ist aus folgenden Gründen recht interessant. Also ich weiß nicht, ich schaue jetzt, ob ich nochmal einen Krieg mit den Türken anfange wegen zwei Provinzen, weil Prusa kann ich mir sowieso nicht holen. Dann müsste ich Magnesia holen, weil wenn es eingeschlossen ist, dann würde ich KI es verlegen. Also das scheint mir doch etwas viel. Wir haben immer noch zu viele Anführer. Das lösen wir folgendermaßen. Ja, wo ist denn unser Admiral? Der bringt gerade Truppen dahin. Warum bringst du nicht eigentlich mal zwischenzeitlich kurz dahin? Weil der ist eh so schlecht, den müssen wir jetzt nicht unbedingt behalten, wenn er uns militärische Punkte kostet. Und wir haben ebenso zu viele diplomatische Beziehungen, ja, das wird sich ja mit Zypern dann relativ schnell regeln. Seid ihr? Nee, ich lasse euch noch ein bisschen erholen. Dann holen wir uns noch eine Militärtechnologiestufe. Wir müssen ja eh in allem nachholen, weil wir da Probleme hatten. Ich glaube immer noch, dass es mit dem Savegame zusammenhängt, aber das habe ich auch schon oft genug gesagt, dass inzwischen alle gehört haben müssten. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich noch einen Krieg mit den Türken hier anfangen will. Oder zumindest, ob ich es tun will, ohne dass die vorher irgendwas anderes tun. Weil gerade wenn Jalainuldus Ulus mitmacht, dann wird das, kann es durchaus ein bisschen heftig werden. Wir haben freie Händler. Die wurde wahrscheinlich irgendwo expelled. Wo schicken wir sie denn am ehesten hin? Transfer Trade Power, Venier. Da geht es den von Wien hier gerade hingeschickt, oder? Venier. Und da schicken wir auch noch einen hin. Barauer See. Da hoch. Oder ich helfe dir, sie da hoch zu verschieben und versuche da so viel wie möglich rüber zu schieben, aber es bringt eigentlich auch nicht viel. Ja, wir brauchen noch viel mehr kleine Schiffe. Warum baue ich eigentlich keine? Leichte Schiffe, nicht kleine. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
Hier hole ich noch ein bisschen, weil es nicht schadet. Ich schätze mal, ich habe keinen vollen. Doch, ich habe sogar gerade volle Unterstützung. Könnt ihr das fertig belagern, bevor ihr die da angreift? Marineunterstützung müsst ihr sie sogar irgendwann überholen. Die da kann ich euch leider gerade nicht mitgeben, aber es muss trotzdem gehen. Ja, sie werden trotzdem verlieren. Also zeitlich gesehen, die Römer sind leider nicht in der Lage, eine ordentliche Armee aufzubauen. Ja, ein diplomatischer Berater, der mir diplomatisches Geschick gibt, der wäre jetzt gerade viel wert. Für Attika fangen wir keinen Krieg an, weil ganz ehrlich, ein Krieg mit Kastilien wegen einer Provinz. My brother. Ansonsten, mit wem bist du nochmal verbündet? Bosnien uninteressant, Albanien uninteressant, Epirus eigentlich uninteressant. Nicht Sachen, die uns ernsthafte Probleme bereiten sollen. Wie schaut Bulgarien selbst aus? Bulgaria. Sechs, sieben, also mit Bosnien sind es 13.000. Wir haben inzwischen noch ein stattliches Armeechen. Wir haben inzwischen auch beide unsere Kernprovinzen zurückerobert. Durch verschiedene Tricksereien, wenn man so will. Aber das funktioniert. Ja, die nächste große Trickserei wird der Überfall auf die Papststaaten, die viel zu langsam darin sind, ihre Provinzen aus dem Reich zu lösen, denn sie haben noch zwei. Ja, du schaffst es wirklich nicht. Wir können zwei Prestige erhalten. Und wir können eine höhere Chance auf einen Heiligen kriegen. Ja, why not? Das Heiligen-Event ist toll. Order the Fey. Ja, das heißt, wir die Inquisition kennen wir auch schon. Also wir haben entweder ein höheres Revoltenrisiko, dafür werden mehr konvertieren, oder wir haben mal eine Zeit lang einen religiösen Skandal in ganz. Na, wisst ihr was? Stehen gerade 13.000 Mann. Die werde ich zwar wieder abziehen, aber gut. Gegenfrage, wie nah seid ihr daran, eure Demands zu entfüllen? Weit weg, das ist wichtig. Nicht, dass sie ihre. Dass sie auf einmal kommt, zack, Greta unabhängig, während ich hier noch fleißig Provinz belagere. Das wäre negativ. Römer, ihr habt einen Truppen von wahrscheinlich 15.000. Baut die halt einfach mal, bevor ihr alles wieder versenkt. Ach, KI, KI, KI. Luca is threatening our threat. Threat. Our trade. So, wir haben neue leichte Schiffe. Okay. Ja, Ideen bin ich noch vorsichtig. Ich muss noch aufholen. Ich brauche eigentlich unbedingt einen weiteren Händler. So, wie geht's uns in Venedig? Zumindest besser als in Ragusa. Dann schicke ich euch mal nach Ragusa, um mehr Handel weiterzuleiten. Denn wir senden ja auch von Konstantinopel auch nochmal Handel nach Ragusa rein. Und dann müssen wir eben auch möglichst dafür sorgen, dass da auch möglichst viel weiterkommt. Neapel würde ja leider direkt abschöpfen. Dann haben wir unsere Heretiker konvertiert. Provo und Provence und unendlich viele Verbündnisse, wie irgendwie alles in diesem Spiel. Es ist äußerst anstrengend. Brauchst du gar keine Koalition, so viel Bündnisse, wie die alle haben.
Okay, wir belagern immer noch hier Greta. Also auf jeden Fall in Venedig prozentuale Steuerboni. Verona ist auch, sieht auch nicht ganz verkehrt aus. Wirklich reiche Provinzen haben wir ja eigentlich sehr relativ wenige. Das Padua kriegt auch eine. Und ansonsten bauen wir hier noch ein bisschen Handelsgebäude. Ja, die Koalition gegen uns ist immer noch relativ groß. Wir müssen also durchaus noch auf uns aufpassen. Vor allem auf unsere aggressive Expansion natürlich. Und darauf, dass wir nicht schwach erscheinen. Gegen dann keinen Grund geben, uns anzugreifen, wenn sie... Ich habe die ganze Koalition hinter mir, das schaffen wir. Bevor ich ihn da jetzt nochmal wieder raus und reinhole. Böhmen ist immer noch Kaiser. Sehr schade. So, Ansbach. Das wird jetzt wahrscheinlich unendlich viel Stabilität kosten. 100 Prestige. Ach, sag mal, was soll denn der Scheiß? Warum verliere ich 100 Prestige, wenn ich gnädigerweise einen Vasallen freilasse? So ein Dreck aber auch. Naja, kann ich jetzt auch nicht ändern, gell? Finde ich blöd. Verstehe auch den Gedanken, der offen gesagt nicht, aber okay. Kann ich nicht ändern. Tja, kann ich schon, werde ich aber nicht. You have no claims, left Cosia und Famagusta und damit ist der Doge tot. Unser neuer Doge 355, sehr schön. Das feiern wir ja, 355 wird gefeiert. Natürlich wird 355 gefeiert. Den behalte ich trotzdem mal. Und wie alt? 52. Und wir haben keine neuen Berater. Verdammt nochmal. Au. Oh, das heißt aber, wir haben auch Dings nicht mehr. Oh, keine graue Eminenz, außer wir haben Glück und er kriegt's wieder. Er kriegt noch den Verwaltungspunkt. Sehr schön. Wisst ihr was? Machen wir. Er wird dem Staat dienen. Dann muss er noch Fähigkeiten kriegen, der neue Doge. Na komm, Spiel. Würfel ihm eine graue Eminenz. Am besten gleich zwei. Okay, glaube ich nicht wirklich. Ich krieg doch aber keine, wer weiß. Okay. Die Quarantia. 40 Männer vom Großen Rat gewählt. Muss mit den Bürgerrechten.
mit den Bürgerrechten auseinandersetzen, haben die Münzpresse kontrolliert. Es war für die republikanische Tradition besser, aber es ist eben schlechter für die Verwaltung. Hier, der Rat der 10 verliert Power, damit kann ich umgehen. Ich brauche keine republikanische Tradition, aber ich will auch nicht, dass der Rat der 10 an Macht gewinnt, der stört mich ja eher. Juhu, ich habe eine diplomatische Beziehung weniger, weil ich keine graue Eminenz mehr bin. Verdammt. Ich könnte mal ein Bündnis mit, was ist mit Kastilien brechen. Wenigstens ist Zypern gleich weg. Schon mal ein Anfang, gell? Dam. 4 und 6, das ist auch schön. Muss auch gleich nochmal konvertiert werden. Haben wir das Truppenlimit damit überschritten? Tatsache. Unser Flottenlimit auch. Um wie viel? Um 3. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder unterschritten. Nein, passt schon. Okay. Ah, Friaul. Böhmen als Kaiser. Nee, ich gut, gar nicht gut. So. Bis ich Pisa annektieren kann, dauert das noch eine Zeit lang. Ich könnte anfangen, Rom zu annektieren. Greifen wir wieder Moldawien an, weil sie sonst keinen Gegner haben, der ihnen wirklich Spaß bereitet. Gerade noch geschafft, dass sie Moria fertig belagert haben, war ja klar. Hey, wir haben bald den Kernprovinz, sehr schön. Wir haben schon wieder Punkte, sehr schön. Weiter, weiter. Okay, damit machen wir hier einen kleinen Schnitt, beziehungsweise vorher schauen wir mal kurz etwas nach. Next Socialization. August 54, 17 Jahre. Was, damit fange ich jetzt an? Gegenfrage, wir haben hier nur so einen minimalsten Unterschied, oder? Ah nein, wir haben den Viconsiglio de Brigadi. Das heißt, wir müssen schauen, ob wir den mal aufwerten können. Die Oberextension ist nämlich fast tot. Dann könnten wir es sogar auf 0 schaffen. Und genau, hätte auch was wert. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, bis dahin, viel Freude. Servus.